Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, freut mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um alternative Antriebe gehen, ja, spezifisch um Elektroantriebe. Und ja, dazu habe ich mir hier den Renault Range T ja, von außen ein bisschen so hergerichtet wie die E-Tech-Version, wo es ja gerade bei Renault auch ein, ja, Contest gibt, um eine Lackierung zu zaubern und bei der auch SCS als Partner erwähnt wurde. Und das lässt für uns natürlich genug Raum zum Spekulieren und deswegen dachte ich mir, ich baue das einfach mal da, ja, mehr oder weniger sinngemäß nach, anhand der Fotos, die man schon sehen kann. Und ja, ich denke, das ist soweit ganz gut gelungen. Und ja, der Motor in Anführungszeichen läuft auch schon und wie Sie hören, Rollen los, hören sie nichts. Ja, so ist das nämlich, wenn man Elektrofahrzeuge fährt. Man hört nicht viel, außer vielleicht das Summen, das Surren der Batterie und natürlich auch die Fahrgeräusche. Und wir fahren heute eine kleine Tour von Lyon nach Marseille. Ja, das Ganze halt auch im Rahmen des Renault Trucks und deswegen hier ein bisschen in der Heimat cruisen, ne? Ist doch sehr angebracht und wir haben ca. 350 Kilometer vor uns und wollen halt jetzt gemeinsam losfahren und währenddem ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Ich habe mit Absicht natürlich den Titel etwas provokant formuliert und ich muss auch schon sagen, auf den ersten Metern ist natürlich das Fahren ohne Motorsound sehr, sehr gewöhnungsbedürftig bei einem LKW. Ich persönlich bin ja auch schon Elektrobusse gefahren und muss sagen, in Realität ist es auf jeden Fall so, dass man sich recht zügig daran gewöhnt. Aber trotzdem ist es natürlich, ja, erstmal etwas komisch. Dafür ist die Leistung aber auch direkt da und ja, der LKW zieht dann in den meisten Fällen ganz schön. Renault hat, wie eben schon angekündigt, jetzt auch einen neuen LKW vorgestellt. Sie haben im, ja, Nahverkehrbereich und innerstädtischen Verkehr haben sie verschiedene Modelle der aktuellen Renault-Generation mit Elektromotoren bereits ausgestattet gehabt. Und jetzt soll spezifisch oder speziell für den Fernverkehr auch ein neues Modell auf dem Markt erscheinen, was ja eigentlich ein altes Modell ist, nämlich die T-Version, die wir auch hier schon im Spiel mit Verbrennermotoren haben, mit Dieselantrieb. Nimm diese aus. Und das soll dann voll elektrisch funktionieren oder über die Bühne gehen. Und ja, dazu hat sich Renault einen neuen Antriebsstrang ausgedacht, nämlich die Batterie. Und die liefert je nach Ausstattung des LKWs dann auch zwischen 450 und 666 PS, was ja gerade im Vergleich zum Verbrenner, der glaube ich bei 520 PS Maximalleistung aufhört, ja schon dann auch eine Steigerung bedeutet. Und ja, die Ladezeit, um den Akku vollständig aufzuladen von 0 bis 100%, soll auch laut Herstellerangaben natürlich mit Vorsicht zu genießen 2,5 Stunden dauern, was natürlich für so ein LKW nicht viel ist, um dann eine Reichweite von bis zu 560 Kilometer zu generieren. Und das ist natürlich schon ja, für den LKW-Bereich schon eine sehr große Strecke. Natürlich ist das immer abhängig von den Wetterverhältnissen, von dem Gewicht der Fracht, die man hinten dran hat, von der Fahrweise, von den Straßenbedingungen und so weiter und so fort. Das kann natürlich immer abweichen, aber was ich hier mitteile, sind natürlich die von mir herausgeschriebenen Angaben des Herstellers und das sind doch schon mal auf jeden Fall, zumindest auf dem Papier, ganz interessante Daten, die Renault da angibt. Und ja, wenn man dann 4,5 Stunden Fahrzeit hinter sich hat, ist ja eh die erste Pause fällig, obligatorisch. Denn nach 4,5 Stunden Lenkzeit ist eine Pause von 45 Minuten vorgesehen. Das ist genauso wie im Busverkehr. Und ja, in dieser Dreiviertelstunde soll man, also Renault gibt an, in einer Stunde, dass man die Batterie von 20 auf 80% Kapazität wieder aufladen kann.
Ja, das, ich denke mal, in einer Dreiviertelstunde kann man das dann auch circa auf 60 bis 70% aufladen. Und man muss natürlich bedenken, dann ist der Akku zwar nicht voll, aber man fährt ja auch nicht in 4,5 Stunden 560 Kilometer, sondern ja, wenn es gut kommt, natürlich auch kommt auch an, wo man fährt. Ne? In Deutschland darf man nur 80 km/h fahren auf der Autobahn und in Frankreich 90 zum Beispiel, in Großbritannien darf man 100 fahren und so weiter. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man natürlich sich aufhält. Aber ja, man muss auch damit rechnen, dass man natürlich nie, fast nie freie Fahrt hat, sei denn man fährt in der Nacht. Aber ansonsten ist es ja auch so, dass man oft eingebremst wird durch den Verkehr, durch Staus etc. pp. Also ja, kann man sagen, selbst auf freier Fahrt kommt man eh nicht weiter als 400 Kilometer in 4,5 Stunden. Und das ist eigentlich schon sehr hochgerechnet, also wahrscheinlich eher noch weniger. Das ist eher schon mit dem Bus gerechnet, aber ja, im LKW wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein. Ich denke mal so um die 350 Kilometer könnte man, so zwischen 350 und 400 Kilometer würde ich mich so ein bisschen einpegeln von der Schätzung her. Das ist die Strecke, die wir ungefähr bei relativ freier Fahrt mit dem LKW hinter sich bringen kann. Von daher sollte das mit der Reichweite soweit mal klappen. Und ja, das hört sich bisher alles ganz positiv an. Ich muss auch sagen, ich würde mich auch tierisch freuen, wenn SCS tatsächlich auch die ersten E-LKWs ins Spiel bringt. Ich persönlich bin dem Thema eigentlich sehr offen, stehe dem Thema sehr offen gegenüber, weil natürlich bekannt ist, dass die Verbrennermotoren, so schade es auch wirklich ist, gerade um den Diesel, irgendwann auslaufen werden. Das ist der Lauf der Dinge, das ist der Lauf der Natur. Es wird nicht ewig fossile Brennstoffe geben. Und dann sind die natürlichen Ressourcen halt ausgeschöpft eines Tages. Natürlich passiert das nicht heute und nicht morgen, aber es wird auf jeden Fall irgendwann eintreten. Und dann muss man natürlich gut aufgestellt sein mit alternativen Antriebssträngen. Und bin aber da auch der Meinung, dass man sich da auch nicht nur auf die E-Mobilität beschränken soll. Es gibt auch noch andere Methoden, um ein Fahrzeug voranzutreiben. Und Wasserstoff ist da auch lange Zeit im Gespräch gewesen zum Beispiel. Es gibt auch diese sogenannte E-Fuels, womit man eigentlich die konventionellen, herkömmlichen Verbrennermotoren noch weiter betreiben könnte. Also man musste dann den Antriebsstrang eigentlich nicht austauschen, die Antriebseinheit, sondern man müsste sie nur mit anderen synthetischen Kraftstoffen befüllen. Und dies herzustellen ist auch nicht ganz günstig, ist aber eine Methode, um weiterhin die Maschinen oder die LKWs in dem Fall zu nutzen, die man bisher auch schon genutzt hat. So, hier ist ein bisschen hier irgendwas passiert. Ein bisschen Stau. Da fahren wir mal ganz langsam dran vorbei. Genau. Renault hat also genau wie damals schon bei dem Range T Evolution ein Contest ausgeschrieben, bei dem Online-Grafiker, Designer etc. sich daran teilnehmen können, an dem Contest, um für den neuen E-T, sage ich jetzt mal, der heißt aber glaube ich E-Tech T, um genau zu sein, um für dieses Modell eine neue Lackierung zu schaffen. Und damals kam die Lackierung ja auch noch ins Spiel, vom Ultra Simulator 2. Deswegen, also es wird auch nochmal angegeben beim Teaser-Video, dass SCS-Software auch Partner ist von Renault Trucks, und das finde ich ja persönlich eh ganz toll als Renault-Fan, dass die da so eine gute Kooperation haben. Jetzt bin ich auch mal falsch gefahren, ich wollte eigentlich Telepass, aber gut, dann waren wir kurz stehen und bezahlen. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn natürlich dieses neue Modell ins Spiel kommt und dann auch vermutlich bis dahin das erste rein elektrische Fahrzeug hier im Spiel Einzug hält. Natürlich gibt es auch noch den E-Actros, der ja auch schon vor geraumer Zeit vorgeführt wurde, demonstriert wurde und finde ich doch sehr speziell auf jeden Fall. Also sieht auf jeden Fall
anders aus als die vorigen Actros-Modelle, was man beim Renault ja nicht so behaupten kann. Der sieht ja dem normalen T in Anführungszeichen mit Verbrennermotor relativ ähnlich. Ändert sich natürlich in Details, aber auch im Cockpit wurde natürlich einiges neu gemacht, aber das bekommen die Verbrennermodelle genauso bei Renault. Beim Actros sieht es da aber von außen auch komplett anders aus. Hat gewisse Züge, klar, die auf einen Actros schließen lassen, aber im Wesentlichen ändert sich der LKW doch sehr. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit gebraucht, um mich mit dem Modell anzufreunden, aber mittlerweile, wenn ich mir den öfter angucke, gefällt er mir eigentlich auch und würde mich auch da natürlich freuen, wenn eines Tages SCS Software den neuen e-Actros dann im Spiel integrieren würde und wir den dann auch fahren können. Ich denke, und da könnt ihr auch ganz entspannt sein, im Spiel ist das ja alles gar kein Thema, ja. Ich denke, wenn das ins Spiel eingeführt wird, dann werden wir auch bestimmt Ladesäulen sehen. Die werden hier dann auch, ich denke, überall, wo Tankstellen sind, auch irgendwo aufploppen, wo man dann sein Fahrzeug laden kann. Das wird wahrscheinlich mit einer kleinen Ladesequenz dann überspielt, ne? Vielleicht schon ein paar Sekunden, wie wenn man halt jetzt hier auf den Rastplatz fahren würde und schlafen würde. Und dann wird wahrscheinlich einfach nur da stehen, ihr Fahrzeug wird geladen, sie holen sich einen Kaffee, was auch immer. Und dann hat man wieder vollen Akku. Soundtechnisch, ja, wird es wahrscheinlich anders sein als jetzt. Ich habe jetzt einfach nur die Motorengeräusche ausgestellt. Ich denke, dass man da auf jeden Fall dieses typische Elektrofahrzeuggeräusch vorfinden wird oder hören wird, was man halt auch im Pkw-Bereich schon kennt. Für diejenigen, die von euch ja schon mit E-Autos gefahren sind, werden das wahrscheinlich kennen. Und das sollte, glaube ich, im Spiel alles kein Problem sein. Ich würde mich, wie gesagt, freuen. Ich finde Diversität immer gut. Ich finde Alternativen auch schön. Ein bisschen Abwechslung finde ich nicht schlecht. Also im Spiel ist es ja absolut gar kein Problem. Wo ich aber ein Problem sehe, und das kann man, glaube ich, auch ganz offen so ansprechen, ist dann in Realität. Denn angenommen, man fährt dann wirklich im Fernverkehr. Jeder weiß, dass allein in Deutschland Stand jetzt sehr, sehr viele Stellplätze fehlen. Das geht in die mehrere Tausende, in den Bereich der mehreren tausend Plätze, die fehlen, um die LKW-Fahrer über Nacht beherbergen, Anführungszeichen, wo sie dann einfach ihren Sattelzug abstellen können und dann halt im LKW schlafen können. Das heißt, man hat da ohnehin schon ein Problem, egal mit welchem Antriebsstrang man unterwegs ist. Dazu kommt dann aber das Problem, dass man natürlich von der Infrastruktur es dann weitem nicht schafft, die ganzen Elektro-LKWs zu versorgen. Das ist natürlich auch ein großes Problem, denn wenn auf so einem Rastplatz dann, sagen wir einfach mal, 50 LKW stehen, müssten auch 50 Ladesäulen zur Verfügung stehen, damit ja, wenn da theoretisch 50 Elektro-LKW stehen, auch alle laden können. Und das sehe ich dann doch als ganz, ganz große Herausforderung, wo ich nicht weiß, ob das so umgesetzt werden kann. Klar, im Depotladen, ne, im Werksgelände, da ist es ja kein Problem. In der Firma laden, alles kein Problem, aber im normalen Verkehr, auf den normalen Rastplätzen, das, glaube ich, wird auch allein schon finanziell ein sehr großer Aufwand. Das wird aber auch von der Infrastruktur einfach eine Mammutaufgabe werden. Und da glaube ich halt schon, dass das etwas ist, wo die ganze Geschichte dann einen Haken hat und dran scheitern wird. Und wir reden jetzt auch gar nicht darüber, dass das sauberer ist, dass das nachhaltiger ist, denn wenn man da ein bisschen sich mit der Materie befasst, weiß man, dass es auch nicht wirklich wahr ist. Die Herstellung der Batterien und der ganzen Fahrzeuge ist sehr schmutzig, ist sehr umweltbelastend und auch die Entsorgung, wenn so ein LKW oder auch ein PKW brennt, ist es auch nicht einfach überhaupt oder teilweise auch möglich, das zu löschen. Das heißt, ja, das ist schon ein sehr kritisches Thema. Die wertvollen Stoffe, die in so einer Batterie enthalten sind, der Abbau davon etc., der Transport. Also da sind wir noch weit, weit weg von einer sauberen Zukunft. Das wird auch mit der E-Mobilität nicht vonstatten gehen. Es ist in meinen Augen nur sinnvoll, wenn man sagt, es ist eine Alternative als Antrieb, ja. Ist es sauberer? Auf keinen Fall.
Denn selbst beim Pkw dauert es Jahre, bis man diesen CO2-Ausgleich geschafft hat. Und selbst dann muss man eigentlich auch noch sicher gehen, dass der Strom, den man ja dann lädt, für das Fahrzeug auch hundertprozentig nachhaltig ist. Das heißt, nur aus erneuerbaren Energien gespeist oder ja, herkommt. Und das ist auch heutzutage alles andere als leicht. Und deswegen wird es ein sehr interessantes Thema. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch die Bundesregierung in Deutschland, aber auch andere Länder, aber wir nehmen jetzt einfach mal Deutschland als Beispiel, so ein bisschen mit ihrer neuen Politik und ihrer Gesetzgebung oder Gesetzesänderung die Firmen, die Spedition natürlich auch in diese Richtung lenken möchte, dass es für sie finanziell interessanter wird, wenn sie auf E-LKWs umsteigen, als bei den Verbrennern zu bleiben. Und das passiert jetzt auch demnächst. Ab dem 1. Dezember diesen Jahres wird nämlich oder werden die Kosten der Maut erhöht. Das heißt, es kommt eine dritte, nee, umgekehrt, es kommt eine vierte neue Mautkomponente hinzu. Es gab bisher eigentlich drei dieser Mautteilsätze. Und ja, dieser neue Mautteilsatz ist dann der CO2-Aufschlag. Und der berechnet sich dann pro Tonne CO2 um 200 Euro. Das heißt, pro Tonne ausgestoßenen CO2 kommen 200 Euro an Gebühren hinzu, sagen wir mal so. Und wird dann mit den Restkomponenten dann zusammengesetzt, sodass wir da mittlerweile dann vier, ab dem 1. Dezember, vier Komponenten oder Mautteilsätze haben. Die anderen sind Kosten der Infrastruktur, sind ist dann der Teil der Luftverschmutzung und der Lärmbelastung und dann halt, wie gesagt, dieser neue Teilsatz mit dem CO2-Ausstoß. Und das betrifft natürlich alle LKW mit Verbrennermotoren. Und das ist dann natürlich kostentechnisch ein ganz großes Problem. Das sind sehr viele Unkosten, die dann entstehen. Und man kann auch davon ausgehen, dass Deutschland da nicht das einzige Land bleibt. Da werden auch noch andere Länder nachziehen. Aber Deutschland ist halt ein großes Transitland. Und deswegen werden sich das schon viele Betriebe wahrscheinlich überlegen, ob sie noch lange mit den Verbrennern fahren wollen. Die Mauteinnahmen, die werden ja auch genutzt, um halt die Infrastruktur noch weiter auszubauen, um die Straßen zu verbessern und generell für den Mobilitätsbereich. Soll aber auch teilweise für den Bundesschienenverkehr genutzt werden. Also ja, wird wohl die nächste Infrastruktur für Transport genutzt. Kommt also auf jeden Fall guten Dingen zugute, aber ist trotzdem ja eine sehr große Belastung für die Unternehmen. Und das natürlich wird natürlich auch dann darauf hinauslaufen, dass wir als Endkonsumenten am Endeffekt auch mehr bezahlen müssen für die Artikel, weil natürlich kann das Logistikunternehmen nicht auf den Kosten, auf den Mehrkosten sitzen bleiben. Die müssen das ja irgendwo weiterreichen. Und deswegen, ja, können wir uns alle darauf einstellen, dass wir spätestens ab dem 1.1. das auch in den Lebensmitteln spürbar merken werden. Man spricht auch von so einer kleinen Faustregel, dass man ungefähr um die 100 Euro Mehrausgaben für Lebensmittel rechnen könnte pro Person. Das heißt, eine vierköpfige Familie hätte dann 400 Euro Mehrausgaben im Monat nur für Lebensmittel. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viel Geld. Ja, zudem kommt auch noch am 1. Juli 2024 ein neues Gesetz raus, was dann auch alle anderen LKW ab 3,5 Tonnen dazu verpflichtet, diese neue Mautgebühr zu zahlen. Und ausgenommen sind dann halt nur noch die Handwerkerfahrzeuge, die unter 7,5 Tonnen wiegen. Und was die emissionsfreien Fahrzeuge angeht, also hier zum Beispiel so ein Elektro-LKW, der wird aber auch nur bis zum 31. Dezember 2025 dann von dieser Maut befreit sein, von dieser Mautpflicht. Und ab dem 1. Januar 2026 müssen die dann auch, da werden die auch zur Kasse gebeten, aber sie werden nicht so hoch besteuert. Also da
spricht man von einer reduzierten Mautsteuer um die 75% zur herkömmlichen. Also das heißt, die bezahlen dann um den Dreh nur 25% dessen, was ein Verbrenner-LKW zahlen muss an Mautgebühren. Ne? Somit man dann immer noch ein Argument hat Nur diese für die Ausfahrt. Elektro-LKWs, um das Ganze natürlich auch irgendwo zu, ja, zu forcieren, kann man schon fast sagen, weil es dann auch irgendwann untragbar sein wird, finanziell noch ein Verbrenner im LKW-Bereich zu unterhalten. In meinen Augen ist es kein schlechter Ansatz. Der Umwelt hilft es auf jeden Fall erstmal nicht. Das kann man sich einreden, wenn man möchte. Da gibt es auch zahlreiche Studien zu. Wenn man sich da ein gutes Gewissen einreden möchte, dann kann man das gerne tun. Aber Fakt ist, dass der Umwelt keinen so großen Vorteil verschaffen. Was man damit auf jeden Fall bewirkt, ist, dass man sich frühzeitig mit alternativen Antrieben beschäftigt. Das ja. Dass man gerüstet ist, falls dann wirklich die fossilen Brennstoffe ausgehen, das ja. Unter der Voraussetzung, dass man dann aber auch für die alternativen Antrieben dann aber auch die Infrastruktur geschaffen hat. Das sehe ich eher noch, naja, bezweifle ich erstmal stark. Und ich denke auch, dass das Thema generell zu früh kommt, dass man da auch mehr Zeit lassen muss. Und dass halt vor allem diese neue Mautbeträge, die ja wirklich enorm sind, im Vergleich zu vorher dann schon doch zu früh kommen für ein Unternehmen. Am Zumal Kreisverkehr die wird der Elektro-LKW auch Ausfall noch gar nicht nehmen. so sehr ausgiebig sich unter Beweis stellen konnten im Fernbereich, also im Fernverkehr. Ich denke, im innerstädtischen Bereich Nimm oder diese auch auf Ausfahrt. Baustellen etc., also da, wo der LKW morgens aus dem Depot geholt wird und abends wieder hingestellt wird zum Laden, da macht es Sinn. Ne? Da kannst du hinkommen. Aber im Fernverkehr, naja, da hat man ja auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass auf jeden Fall Hyundai auch ein LKW auf dem Markt hat. Jetzt kommt der eActros. Und dann halt auch von Renault. Es gibt natürlich auch Links, andere links Marken. Auch abbiegen. Volvo hat von E-Mobilität am Start. Auch Übersee in den USA gibt es für den US-amerikanischen Hersteller schon sehr viele Biege nach links ab. Elektrovarianten im LKW-Bereich, aber vor allem halt bisher für Hier sind den Heile Nahverkehr, für angekommen. den innerstädtischen Verkehr, selten noch bisher für den Fernverkehr. Das heißt, die Hersteller bieten zu Teilen noch gar nicht so viele gute Alternativen an zum Verbrenner. Das ist auch ein weiteres Problem. Und ja, wie zuverlässig ist das? Wie erprobt ist das? Ich glaube, da sind wir einfach noch ein bisschen zu früh, um das Ganze dann durch die Politik zu forcieren. Wenngleich ich, wie gesagt, das schon als wichtig erachte, dass es halt langsam eine Zeit wird, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber für uns im Spiel, wie gesagt, finde ich das klasse. Also ich würde mich freuen, wenn SCS hier diesen Renault Range T E-Tech ins Spiel bringt, genauso wie den eActros. Und wir damit einfach mehr, ja, noch mehr Diversität im Spiel haben, weil, wie gesagt, im Spiel wird sich das eigentlich nicht so groß bemerkbar machen, außer vielleicht im Sound, ne? Aber ansonsten, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine interessante Sache. Deswegen, also ich habe jetzt sehr viel dazu geredet, das sind so meine Gedanken grob gefasst dazu. Natürlich könnte man jetzt noch in vielen Bereichen tiefer in die Materie einsteigen, man könnte auch noch Studienbelege dazu einreichen. Aber ja, wir wollen erstmal nicht allzu tief da reingehen. Das war jetzt mal so ein grobes Anreißen der Materie. Fakt ist, der Diesel wird irgendwann den Hut abgeben oder den, wie soll man sagen, wird irgendwann die Schuhe an den Nagel hängen, wird irgendwann halt das Auslaufmodell sein. Und ja, bis dahin haben wir besser, uns mit Alternativen zu beschäftigen. Und dazu könnt natürlich auch ihr ganz gerne eure Gedanken in die Kommentare schreiben, lasst es mich gerne wissen. Achtet bitte aber auch darauf, mit dem Thema auch vernünftig umzugehen. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn da einige ja, den Diesel bejubeln und den halt am liebsten für immer behalten würden. Das geht mir eigentlich auch nicht viel anders. Aber man muss da schon teils auch realistisch sein und der Tatsache einfach in die Augen sehen, dass das nicht immer so weitergehen kann, aus verschiedenen Gründen. Aber vor allem natürlich aus dem Grund, dass es irgendwann keine
keinen diesen mehr geben wird. Von daher, lasst gerne mal eure Gedanken zu dem Thema hier mit einfließen. Schreibt gerne, schießt mir auch alles gerne durch. Und bleibt weitestgehend sachlich, so wie ihr es immer tut. Und dann werden wir das Thema, denke ich mal, irgendwann wieder aufgreifen. Und danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal, euer Big Panda. Bye, bye.